Jo Leute, herzlich willkommen bei Pokélos. Wir haben es mal wieder geschafft. 800 Abos sind geknackt. Vielen Dank hierfür. Und ihr wisst, dann gibt es wieder ein Celebrations Special. Und wir gehen rein, Leute. Wir machen wieder 10 Booster auf. Ich freue mich riesig. Hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Es hat nicht lange gedauert, muss ich sagen. Also ihr seid wirklich richtig, richtig krass, was den Support angeht. Auch ihr seht schon, 808. Der Support übelst, übelst krass. Und wir gehen gleich direkt rein. Erstes Pack. Uns fehlen immer noch 2 Karten, Leute. Eigentlich 3. Ja, die Seekrom, die habe ich ja ertauscht, aber uns fehlt noch die Donphan und die, ja, ich kann mir den Namen nicht merken, Telelupa, Tulolala, ich werde es einblenden, ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir gucken mal, was es im ersten Pack heute gibt. Wir haben ein Iveltal, Xerneas, wir haben einen Donphan, nein, wir haben einen Donphan, let's go, uns fehlt noch eine Karte. Leute, wir sind fast am Masterset dran. Uns fehlt noch eine einzige Karte. So, dann müssen wir doch mal in den Zoom reingehen hier. Junge, das gibt's doch nicht. Im, ich glaube, 122. Pack ziehen wir die Donphan endlich zum ersten Mal. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist ja ein geiles First Pack Magic. Okay. Wow, wir haben noch 9 Packs. Vielleicht ziehen wir ja die andere Karte heute noch. Und natürlich noch das Flying Pikachu. Leute, gönnt euch den Code. Bitteschön. Wir gehen direkt rein. Wow, egal was kommt und wenn gar kein Hit mehr kommt, das war super. Wir brauchen noch eine Karte. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Karte bis zum Master Set. Boah, werden wir die heute ziehen, Leute? Es wäre zu krass, aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Reshiram und ein Professor's Research. Und nochmal der Code. Hier, gönn doch. Also ey, krass, wir ziehen endlich die Donphan. Wow. Was denkt ihr? Wann ziehen wir die letzte Karte? Bei welchem Special? 900, 1000, beim 2000er? Ich weiß nicht. Booster habe ich genug da. Booster habe ich definitiv genug da. Und wir ziehen die Seekrom. Nein, wir ziehen die Seekrom. Ich habe gerade noch gesagt, dass ich die Seekrom als einzige Karte ertauscht habe. Das ist jetzt diese halbe Karte, die ich vorhin erwähnt habe. Also jetzt haben wir wirklich nur noch eine Karte ganz, ganz safe. Das war immer so die Karte, wo ich sage, yo, ich hab sie, aber ich hab sie ertauscht, hab sie nicht selber gezogen. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir müssen hier nochmal rein, weil gezogen habe ich zum ersten Mal. Ey, die sieht so stark aus. Auch wie die Reshiram. So eine krasse Holofoil, dass man das Pokémon eigentlich kaum erkennt. Hier erkennt. Oh, hier erkennt man es gut. Schaut euch das an. Was für eine krasse Karte. Sehr, sehr, sehr geil. Leute, das 800er Special, das hat's aber in sich. Und wir holen uns ein Surfing Pikachu. So, wie viele Pikachu-Karten werden wir heute ziehen? Okay, ja, geil. Geil. Jetzt noch eine Mew, jetzt noch eine Glurak, 900 Tara in einem Zehner. Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ey, aber heftig, das kannst du schon wieder keinem erzählen. So, wir gehen rein. Palkia, Lugia, Cosmoem und ein Solgaleo. Momentan ja immer noch im Crown Zenit Fieber. Wir hatten gestern erst, wo wir ja im Boxbreak die 800 erreicht haben, hab mir so krasse Puls, Leute. Und es hört nicht auf. Wenn ihr Bock auf Crown Zenit Boxbreak habt, dann schaut auf jeden Fall bei kartenbude.net rein. Weil da haben wir sehr, sehr, sehr viele Angebote momentan. Und ein Pikachu Full Art. Sehr schön. Ja, wir machen Boxbreaks. Wir haben noch ein paar auf Lager. Wir werden auch in Zukunft noch ein paar kommen. Und das, ja, das erste Set mit der neuen Generation ist ja auch um die Ecke. Dauert nicht mehr lange. Ja, 2 Monate noch ungefähr. Und nicht, ja doch, 2 Monate, ganz knapp. Ich bin schon so heiß drauf. So, was ziehen wir hier? Lugia. Und nochmal ein Flying Pikachu. So, ihr wisst ja, Pikachu ist ja... Es ist ja so das Pikachu-Set, ne? Warte mal, hier den Code. Pikachus gehen immer. Ey, gib mir doch diese eine letzte Karte. Das kann's doch nicht sein. Das kann's nicht sein. So, mal angenommen, ich hätte die C-Kombi nicht ertauscht, dann hätten wir heute wirklich 2 von 3 Karten gezogen, die mir noch fehlen. Und ich fühle mich ehrlich gesagt auch so. Ich fühle mich so. So, was haben wir hier? Ein Xerneas. Und ein Lunala. Okay. Ja, mal 2, 3 Booster ohne Hits heute. Aber es macht nichts. Das macht nichts. So. Ja, Leute. Ihr wisst ja, bei 1000 Abos gibt es die Celebration UPC. Das ist versprochen. Bei 900 machen wir nochmal einen 10er Pull. Bei 1000 machen wir. Wo ist sie denn? Da. Oh, hier. Da hinter mir. Celebration UPC. Machen wir auf. Ich habe Bock drauf. Ich habe so Bock drauf. Und vorher ziehen wir uns nochmal einen Cosmoem. Und ein. Oh, Fly Pikachu VMAX. Okay, die geht auch noch gut. Die geht auch fit. So, wir haben jetzt schon wieder 1, 2, 3, 4 Pikachu-Karten. 3 verschiedene. Das ist nice. Kommt alle. Ne, 5. Wir haben die Full Art auch noch.
Und wir gehen rein ins vorletzte Pack für heute. Ja, Leute, macht weiter so. Was soll ich sagen? Support ist da. Support ist übelst krass. Auch die Kommentare zeigen, ihr feiert den Content. Freut mich sehr. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, euch den Content zu liefern. Und mit Eventer geht's weiter. Leider wieder kein Hit. Nochmal ein voller Pikachu. Und wir gehen rein in das letzte Booster. Wir haben noch eine Chance auf Talupula, Talulepe, Pilulupa. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt nicht merken kann. Habt ihr auch so ein Pokémon, wo ihr euch den Namen nicht merken kann? Oder stelle ich mich einfach nur ein bisschen doof an? Ich weiß es nicht. So, das geht hier mal ein bisschen schwer auf. Ich weiß gar nicht, ob das so einen glänzenden Rand hat, einen Holorand. Wir gehen rein, Leute. Last Pack Magic. Und wir ziehen ein Palkia, ein Cosmeme und ein Professors Research. So, kein Hit mehr hier. Nochmal ein Code für euch. Geile Puls, was soll ich sagen? Wir haben das Donphan. Wir haben das Donphan, Leute. Das wirklich vorletzte Pokémon, die vorletzte Karte, die uns noch gefehlt hat. Und dazu auch nochmal, und das freut mich wirklich, dass ich sie jetzt auch selber gezogen habe, die Sekom. Und die sieht stark aus. Ey, Leute, das ist so ein krasses Foil. Es ist so ein krasses Foil. Guckt euch das hier an. Super, super, super geil. Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da, wie euch das Celebration Set gefällt. Und ja, wir sehen uns wieder bei 900. Natürlich sehen wir uns vorher bei weniger Abos auch mit ein paar anderen Videos. Aber ja, bei 900 sehen wir uns wieder mit Celebrations. Bis dahin, ciao, ciao, ich bin raus und bis dann.